Herzlich willkommen, Leute, zu meinem ersten Let's Play, also, naja. Und zwar will ich ein Waffensucher-Let's Playen auf dem Server Siegrox, mit den 2DE natürlich. Und ja, legen wir mal los, ne? Wie man sieht, Level 1, noch eigentlich gar nichts, außer im Inventar hat sich was getan. Equip habe ich natürlich auch ein bisschen gemacht, also nicht wirklich viel, aber später wird alles noch, ne? Fangen wir direkt mal an hier. Den Fächer gedroppt, mal schauen, vielleicht ist der End. Wenn nicht, weg damit. Müll! Ne, wie man so schön sagt. Und zwar werde ich diesen Waffensucher hier, obwohl man auch nicht sieht, dass er ein Waffensucher wird, aber er wird ein Waffensucher, werde ich den Let's Playen, und zwar lange Zeit. Bis ich halt irgendwann mal keinen Bock mehr habe, aber noch habe ich viel Bock, sozusagen, ne? So, schauen, Level 3. Ich werde bald auch mal so ein XP-Ring holen und an XP-Wochenenden oder sowas das natürlich fett ausnutzen. Zur Skillung also erstmal hier ein bisschen auf Int STR, also Stärke und Int. Was von beidem. Damit ich halt ein bisschen mehr Damage und so weiter mache. Ja, verzauberte Klinge wird hochgemacht, Furcht wird erstmal hochgemacht. Habe ich auch ein paar FBs hierfür. Furcht habe ich auch schon mal hier ein BDV gekauft, weil, naja, man kennt ja. Springt nicht um, scheiße, leck mich. Ja, ist halt so, ne? So. Ich habe auf diesem Server hier noch einen 54er Körperkrieger. Ja, der ist eigentlich... Ob ich den Let's Playen werde, weiß ich nicht, also... Ich entscheide mich gerade so, ob mein 54er also auf 75 gelevelt wird von mir und dann halt schön irgendwie Farmer wird, ne? Da bin ich fett am überlegen, ob das einfach nur mein Farmer wird. Ja, der hier, mein Main-Char. Ihr könnt mir einfach mal eure Entscheidung in die Kommentare posten, ob ihr Vasu oder Körperkrieger sehen wollt, ne? Weil Vasu ist halt PvP und PvM, also PvM eher so PvM am Anfang eine Bombe. Halt SD2 und so weiter, locker alles. Der locker alles packt einfach, ne? Mit richtigem Equip. Und naja, Krieger ist halt immer PvP und PvM Bombe, ne? Tut mir leid, das ist für den Versprecher. Ja, das wird sich dann zeigen, wie wir das alles machen. Schön erstmal unsere Skills abholen. Ob ich hier die ganzen Quests auch aufnehmen werde oder nicht, das entscheide ich dann selber, weil ich finde das selber total langweilig, wenn da irgendwie so ein Freak da rumläuft und irgendwelche scheiß Quests macht. Das ist nicht so mein Geschmack. Ich weiß ja nicht, was euer Geschmack ist, aber na, werden wir sehen, werden wir sehen. Ja, hier habe ich ein bisschen Equip. Nichts Besonderes. Aber halt ein bisschen was für Boni-Equip und so eine Scheiße. Also es passt schon alles. Waffen wollten wir, magische Waffen leer. Schwarze Magie-Waffen. Gehen. Alles klar, jetzt haben wir schon mal unser fertig. Leveln den schnell auf Level 11 und gehen dann schon ins SC2. So, machen wir es. So, Skill rein. Hier mal.
Komm. So. Ja, ihr habt richtig gehört, wir gehen sofort. Na gut, ich level vielleicht noch auf 15, weil ich mein Bambus plus Seemann ziehen halt viel mehr Damage als halt ein Scheiß hat mehr Damage. Tut mir leid. Hab ich mich gerade ein bisschen vertan und ja. Der rennt mir langsam, zu langsam hier. Kann ich jetzt auch 20 anziehen. Auf meinem Level 4-5 habe ich natürlich alles. Windys, Rentier, Siegel und die ganze Scheiße, was ich hier natürlich nicht rüber handeln kann. Weil ich es auf zwei verschiedenen Accounts habe, weil ich vielleicht mit meinem Krieger den ein bisschen hochleveln werde, weil es schon scheiße ist, so ohne Equip da so mit Level 30 da rumzugammeln im OC und dann einfach nicht hochzukommen, ne? Ja, man kommt hoch, aber es dauert halt lange. Na gut, dann lauf mal schneller hier, du Pissnäcke. Was wir noch machen könnten, natürlich hier so einen kleinen Pott rein. So. Also der Kanal ist ziemlich neu. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Ich hoffe, ihr schaltet mal öfters rein. Ich hoffe, ihr mögt meine Weise zu Let's Playen. Ist mein erstes Mal überhaupt. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, überhaupt zu Let's Playen. Also habe ich von ein paar Freunden diese Faszination überhaupt irgendwie ohne Werbung überhaupt sowas zu starten, weil die labern die ganze Zeit davon und so und dachten mir so, hey, wenn meine Postenfreunde das können, also dann kann ich das schon lange. Level 7. Jetzt habe ich schon zwei Bärengallen. Damit kann ich mir dann erstmal fett die Rüssi hochziehen. Mal schauen, ob ich die Rüssi dann einfach so mit Bonis bestücken werde. Weil plus 9 hat die ja nicht so mega viel Def. Und Def zählt halt ja im PvE halt viel. Wie die meisten wissen. Ich hoffe, es wissen die meisten von euch. Ach, ich habe jetzt Kills, verdammt, du musst mich. Scheiße. Bin ich ein Vollidiot, ey. So. Fuck. Shut the fuck. Vielleicht kennen mich auch manche von Papeseren, also ich heiße eigentlich immer Staubi. Bin meistens aber Mentalo. Von daher. Auch zu Yoshi 2 war ich ganz schön bekannt. Und unterwegs, also die ganze Zeit war ich eigentlich unterwegs. Kennen mich auch viele von. Wenn jemand zuschaut, natürlich schöne Grüße. Hauen wir mal die ganzen Mobs hier weg. Ja, ich hoffe, dass das Map 2 nicht so ein Gerangel wird wie hier. Was leichter wird, gehen wird, tun wird. Mal schauen. Dawnguard. Brauchen wir eigentlich nicht ganz scheiße lange, weil ich sammle es halt auf. Ich bin cool. Natürlich ganz fertig. Erstmal auf VZK. Danach auf Furcht. Halt habe ich auch schon FBs hier besorgt, wie gesagt. Und ja. Mal schauen, ob ich noch ein bisschen was an Equip feile. Level 30 natürlich erstmal schön hier VMS rein. Verdammte Kacke. Jetzt habe ich irgendwie alles verpeilt. Natürlich VMS rein hier. Mit 33 habe ich Alps. 34 2 KTP-Schuhe, 5 Crit. Auch ganz schön nice. 38 2 KTP-Kette, 5 Crit. Auch schön. Das wird geswitcht. Das ist eigentlich für meinen Krieger gedacht. Die habe ich noch
ergattert für 3 KK, ja, mit 4 Bonis. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und da mache ich einen fünften noch rein. Verdammt, tut mir leid, dass ich jetzt verreckt bin. Das war unnötig, ich weiß. Aber ich denke halt immer, ich habe Autopods drin. Habe ich aber nicht, weil der Char ist neu. Woher soll er Autopods haben oder was weiß ich, ne? Na gut, na gut. Ihr habt so Kopf auf die ganzen Erklärungen, also. Ich weiß, ich bin doof. Gehen wir mal zu den Stärkeren da. Obwohl wir auch so hier schon die ganze Zeit verkacken bei den Schwachen, aber ich hab Bock auf starke Mobs. AZK hoch. Ja, also. Die ist eigentlich meine Standardkette jetzt gerade. Die hat halt 1,5 KP, nichts Besonderes halt. Und die wird halt geswitcht. Da versuche ich TP, DB reinzubekommen. Aber wenn TP, 2 KTP und irgendwie irgendwas Geiles da noch reinkommt, reicht es halt auch. Die Kette wird was Cooles geswitcht. Ich hoffe, da passt was. Und ich weiß nicht, ob ich das Armband als PVM-Armband switchen soll. Noch 5 Boni rein und dann die 2 umswitchen, weil in eine halt TP und Total für ein paar DT-Runs, weil später wird er fett gefarmt. Natürlich, ne? Und in die andere dann halt Teufel oder einfach nur TP absorb. Und ich picke diese Mobs hier. Oh mein Gott. Ich verpiss mich hier, ich gehe lieber da leveln. Ich hoffe, ich komme schnell auf Level 20, weil dann kann ich erstmal schön alles sacken lassen mit meinem Kampfkeil. Es werden auf jeden Fall viele Let's Plays folgen. Wie man sieht hier, naja, es geht nicht so mega gut voran. Level 8 erst. Es geht eigentlich mit dem Krieger relativ schnell am Anfang. Aber halt später, wenn man bei den fetten Mobs ist, also SD2, wie gesagt, die dir so viel Damage zufügen und du kaum TP als Krieger hast und einfach nur verkackst, auf gut Deutsch, hat halt der Waffensouverän ist einfach viel besser im PVM bis. So. Ich weiß nicht, ob ich eine Rissi dann hier auf Plus 9 open soll oder nicht. Ich habe ja noch ein bisschen lang übrig. Ich hatte auf jeden Fall letzte Woche noch so um die circa 300 KK, aber sind für Aura, wie ist da was draufgegangen?